Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, wie man hier auf diesem Video sieht. Strahlt wieder eine wunderbare Frühlingssonne über dem hohen Westerwald und blauer Himmel und gute Laune und alles ist perfekt. Und das ist auch wieder mal Anlass, dass ich hier im Westerwald in meinem Basiscamp, in meinem Basislager mal wieder meine bewährte Outdoor-Küche in Gang setze und mir ein cooles Eintopfgericht produziere. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich werde es euch zeigen. Ja, pünktlich zum Frühlingsanfang hier im Hohen Westerwald herrscht ein wunderbares Wetter und da kommt natürlich meine Outdoor-Küche hier in meinem Basislager zum Einsatz und nagelneu in dieser Küche befindet sich ein Raketenofen, ein sogenannter Ecozoom Versa, der sich ja einen total robusten Eindruck macht und sich angeblich von anderen Raketenöfen dadurch unterscheidet, dass man hier mit diesem kleinen, handlichen, robusten Ofen Holz verbrennen kann, Holzkohle verbrennen kann, sogar ja so Briketts, Braunkohle, Brikett, kleine Teile. Dazu zu diesem praktischen, kleinen, handlichen Ofen eine passende Gusspfanne, die ist auch nagelneu. Und das Geilste, schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich mir einen Dutch-Ofen gekauft. Und wie es der Zufall will, dieser Dutch-Ofen hat genau die Größe, dass er hier auf diesen Raketenofen passt. Und heute teste ich dieses Teil zum ersten Mal und bin auf Anhieb begeistert. Begeistert deshalb, weil dieser Raketenofen wirklich so einen richtigen Kamineffekt hat. Unten schiebt man Holz rein, oben kommt die Hitze raus. Und es zieht durch diesen Kamin, der ja gar nicht so groß ist, vielleicht 30, 45 Zentimeter oder so, zieht es wie Rakete. Und sowas gefällt mir immer, wenn es nicht qualmt, wenn es nicht schwierig ist, so einen Ofen in Gang zu bringen, weil er hinten und vorne nicht zieht. Hier klappt das wunderbar. Meine Hunde schauen mir beim Testen zu. Ich verbrenne hier gerade als erstes mal Holz, was mir mein Freund Waldemar, der Schreiner ist, als Abfallholz mitgebracht hat. Das hat jetzt einige Wochen im Regen gelegen. Das trocknet nicht gerade hier auf der Bank, aber es brennt und das gefällt mir. Und heute werde ich hier in meiner Küche mal so ein richtig schönes Testessen machen, wofür ich den Dutch-Ofen brauche und auch die Gusspfanne einsetze. Und es ist mein Lieblingsessen, was ich immer gerne draußen mache. Zunächst brate ich Hähnchenfleisch an, dann kommen Paprika, Lauch, Möhren und Zeug, was ich gerade so habe, Knoblauch, in die Pfanne wird alles gegart. Und vorher habe ich auf diesem geilen Raketenofen, auf diesem Ecozoom, schon Kartoffeln gekocht. Und dieser Ofen ersetzt jetzt hier in meinem Basislager praktisch meinen Kugelgrill. Der Kugelgrill war auch lange Zeit im Einsatz, macht aber zu viel Rauch und damit handle ich mich hier bei den Mitcampern zu viel Ärger ein. Und dieser Ofen hier, dieser Raketenofen, der ist dermaßen unauffällig und raucht so gut wie gar nicht. Also jeder normale Fleischgrill, den hier die Camper hier so einsetzen, der verursacht mehr Rauch und mehr Abgase und mehr Gestank in der Camperluft wie dieser süße, kleine, goldige Raketenofen. Und Fakt ist, dieser Ofen kommt mit an Bord meines Wohnwagengespanns, kommt auch später oder nicht später, in Kürze mit an Bord meines Großraumkanadiers, mit dem ich lange Kanu-Gepäcktouren machen werde in Europa, demnächst im Juni. Auf der Oder an der deutsch-polnischen Grenze. Und da befindet sich dieser Ecozoom in einer praktischen Alukiste mit Dutch-Ofen. Also es ist der Hammer. Ich bin heute total gut drauf. Heute ist mein bester Tag, behaupte ich von jedem Tag. Und das liegt aber heute ganz besonders an diesem geilen blauen Himmel. An meinem coolen Lieblingsessen, was mir auf diesem Raketenofen hier total gut gelungen ist. Gut, dass ich von meinem Kumpel Karl-Heinz
diesen Tipp bekommen habe. Und ich habe diesen Ofen gar nicht bei Amazon bestellt, wie gewöhnlich, wo ich immer alles bestelle, sondern bei der Firma sicherstadt.de. Die haben allerhand so Zeug, was man zum Überleben braucht, wenn mal der Strom ausfällt oder wenn man in der Pampa, in der Wildnis unterwegs ist oder wenn der Himmel runterfällt. Auf jeden Fall, das Ding war eine coole Anschaffung, ist eine coole Anschaffung und dieser Ofen wird auch Bestandteil unserer Ausrüstung in unserem Wohnwagen. Gespannt sein, mit dem wir nächste Woche wieder mal on Tour gehen. Und ich glaube, diesen Ofen kann ich in Zukunft auch immer in meinen Kanadier stellen, sodass ich bei meinen Kanu-Wanderungen, was ich vorhabe im Sommer auf der Oder, wo ich wochenlang unterwegs bin, auch immer wieder in der Wildnis. So ein Ofen, da brauche ich keinen Brennspiritus, ich brauche auch keine Holzkohle, ich brauche jeden Abend ein bisschen trockenes Holz. Ich brauche diese passende Pfanne dazu und dann ist jedes Essen gut und jeder Tag mein bester Tag. Das gefällt mir.